Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Greenland. Ein neuer Endzeit-Katastrophenfilm mit Gerard Butler. Was er kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! 3, 2, 1 und Einschlag. Wir warten noch auf die ersten Aufnahmen des tatsächlichen Einschlags im Atlantischen Ozean. Im Mittelpunkt der Geschichte steht John. Der ist Bauingenieur, baut Wolkenkratzer in Atlanta. Und eigentlich ist ein großes Ereignis angekündigt, denn ein großer Komet soll an der Erde vorbeiziehen. Doch wie sich dann herausstellt, ist der in mehrere Teile zersplittert und viele dieser Teile sollen auch auf der Erde aufschlagen. Und dementsprechend kommt so nach den ersten paar kleinen Dingern, die auf die Erde gekommen sind, immer größere Panik auf. Und so versucht er dann, seine Frau und seinen Sohn zu retten. Das ist so die Grundstory. Und das Ganze ist sehr auf dem Boden geblieben. Also im Sinne von, es geht wirklich um den Vater, der seine Familie beschützen will. Oder um den Mann, der seine Familie beschützen will. Und nicht so wirklich, er ist der Heilbringer und muss die ganze Welt retten, wie es oftmals ist. Sondern er ist wirklich am Boden geblieben. Und es ist super spannend erzählt. Insgesamt auch halbwegs realistisch, also im Sinne von, ist es jetzt nicht so übelst krasse Dinger, die da passieren, sondern das Ganze ist wirklich sehr bodenständig und von der Geschichte her durchweg spannend. Ich will gar nicht zu viel verraten, weil am Ende ist die Geschichte okay, nicht überragend, weil sie auch nichts großartig Besonderes hat. Man hat vieles davon schon auch gesehen, aber er macht es insgesamt sehr gut. Er hat einige sehr schöne emotionale Momente, dementsprechend 3 von 5 Punkten. Schauspielerisch muss man sagen, macht Gerard Butler das hier wirklich gut. Also der ist ja eigentlich ein guter Schauspieler und wenn er ein halbwegs gutes Skript bekommt, dann liefert er auch gut ab. Zusätzlich dazu haben wir dann noch Morena Baccarin. Die spielt ebenfalls sehr, sehr gut. Kennen wir unter anderem auch schon auch aus Deadpool. Dementsprechend der Cast gut besetzt, liefert gut ab. 3 von 5 Punkten. Technisch sieht der Film insgesamt eigentlich ganz schön aus. Also er hat manche Szenen, die wirken so ein bisschen over the top und manche wirken auch nicht ganz so hochwertig. Aber insgesamt ist das ein wesentlich höheres Niveau als viele dieser Olympus Has Fallen Filme zum Beispiel. Also diese oder die Has Fallen Reihe. Da wirken die Effekte ja oftmals eher billig. Das ist hier nicht der Fall. Das wirkt alles sehr authentisch, weil das Ganze auch so ein bisschen ja, natürlicher, verwaschener wirkt. Im Sinne von nicht so, ja, clean, wie manche Explosionen halt in den Has Fallen Filmen. Dementsprechend so technisch eigentlich ganz gut. Coole Kameraperspektiven manchmal, oftmals aber auch sehr klassisch, wie man es halt kennt. Dementsprechend an der Stelle 3 von 5 Punkten, ist voll in Ordnung. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit und ich muss sagen, Greenland ist ein Film, der mir wirklich Spaß gemacht hat, den ich mir auch gerne noch mal ein zweites Mal anschauen würde, weil er ist wirklich sehr unterhaltsam, er ist authentisch, am Boden geblieben und vor allem macht er einfach Spaß über die Laufzeit und man freut sich so über diesen Film im Sinne von, wie es weitergeht, weil es so spannend ist, kann ich dementsprechend auch wirklich nur fürs Kino empfehlen. 4 von 5 Punkten, insgesamt dann 13 von 20 Punkten, solider Film geworden, den man sich definitiv auch im Kino anschauen kann, ist er jetzt vorgeschoben worden. Dementsprechend in der aktuellen Woche eine klare Empfehlung, weil nicht wirklich so viele große, bombastische, starke Filme ins Kino kommen. Dementsprechend an dieser Stelle aber eine klare Empfehlung meinerseits. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!